Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You trying to survive. Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ein Video von VDSS mal wieder. Aber diesmal von zwei Leuten, die ich nicht kenne, die, von denen ich noch nie irgendwas gehört habe, dessen Namen mir auch nichts sagen. Und zwar Leni und Adriana mit dem Song Lüg mich an. So, das Ding kam vor 11 Monaten, praktisch gesehen, 14, um genau zu sein, 14 Tage nach meinem Geburtstag. Schön. Also der Song ist jetzt auch schon fast ein Jahr alt, tatsächlich. In 3 Tagen ist der, also laut mein Datum, das ist, für mich ist gerade der 21.06. Ich weiß nicht, welches Datum ihr habt, wenn ihr das Video seht. Ja, Spotify, Instagram, VDSCS Army und Shop. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. VDSCS, Leni und Adriana, lügt mich an. Official Musikvideo. 3 Minuten 37. 934 Likes, 30.611 Aufrufe. Starten wir rein, let's go! Oh, oh. Oh, oh. So, ich hab fett keinen Plan, wer ist, ne? Also, ihr braucht mich da nichts fragen, ne? Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wer von den beiden wer ist. Sprich doch mit mir, bevor gar nichts mehr geht. Sprich doch mit mir, bevor gar nichts mehr geht. Oft schon. Sprich doch mit mir, bevor gar nichts mehr geht. Oh. Ey, ich spul grad zurück, ne? Sprich doch mit mir, bevor gar nichts mehr geht. Ey, was ist das für eine schöne Stimme? Wer ist das von den beiden? Jetzt war no joke, Digga, wer ist das? Irgendwie kann ich mir vorstellen, dass das Leni ist. Ich weiß nicht warum. Ich hab von beiden noch nie irgendwas gehört. Kurz bemerkt. Aber ey, Digga, die Stimme klingt ja mal anders geil. Digga, die Stimme ist ja mal übel schön. Ey, wer ist das von den beiden? Wer von den beiden hat gerade diese Stimme? Oder ist diese Stimme besser gesagt? Wunder, ey, Song gefällt mir jetzt schon. Scheiß auf alle, scheiß auf die Reaction, Digga, ganz ehrlich. Song ist jetzt schon eine 10 von 10. Ey, aber ganz ehrlich, je nachdem von wem von den beiden die Stimme gehört, also komplett abgesehen mal davon, ne? Ich finde einfach den Anfang finde ich schon geil. Aber ey, Digga. Junge. Je nachdem, wer von den beiden da gerade am singen, rappen, ich weiß jetzt nicht, wie man das genau nennt dann. Da am Anfang zumindest. Macht da, ja. Schön. Schöne Stimme auf jeden Fall. Oft schon hat mir doch der Atem gefehlt. Scheiß auf die Reaction, ey. Scheiß auf die Reaction. Ey, ich könnte einfach die ganze Zeit dieser Stimme gerade zuhören, ne? Wer auch immer das von den beiden ist, Respekt, Alter. So eine schöne Stimme. Wow, yo. Weiter. Weil ich doch weiß, du bist für mich zu gut. Wenn du neben mir stehst, ja, dann fehlt mir der Mut. Ohne dich wage ich mich kaum vor die Tür. Herz überschlägt sich, wenn ich dich berühre. Ich hoffe, du bist heute mal mit mir gnädig. Ich weiß, ich bin für dich doch einfach zu schäbig. Du wirst mir den Blick zu, ich seh deinen Hass. Tief in dir drin, den du doch für mich hast. Ich weiß, wo du warst und wie sie dich anmacht. Also komm bitte, sag mir, es ist anders. Sag mir, du warst mit den Jungs unterwegs. Sag mir, mit uns ist es ultra okay. Ich lieb dich, ich kann nicht, ich will keinen Streit. Los, lüg mich an, dass ich heute noch bleib. Schweig mich einfach an, verrat mir nicht, was du grad fühlst. Ich will die Wahrheit gar nicht kennen. Ich will, dass du mich belügst. Okay. Ey, kein Plan, was ich sagen soll. Ich hab keinen Plan, was ich gerade sagen soll. Ich kann mir das den ganzen Tag anhören. Hey, was ist das für eine schöne Stimme? Ey, ich sehe schon die Kommentare, ne? Diese ganzen Sim-Kommentare wieder, ne? Löscht euch einfach direkt. Bitte löscht euch einfach.
an jeden Einzelnen, der unter irgendeinem Video von diesen Reactions hier irgendeinen Sim-Kommentar schreibt, bitte löscht euch einfach, bitte. Löscht euch einfach, wirklich. Mit euch Idioten möchte ich echt nichts zu tun haben. Wahrscheinlich seid ihr eh so 13-jährige Kiddies, die eh noch nichts von Beziehungen und sowas wissen, der ja. Oh, ich könnte ein ganzes Buch schreiben darüber. Also bitte, löscht euch einfach wirklich. So, was wollte ich jetzt sagen? Schöne Stimme, genau, weiter. Nee, aber textlich, zumindest von dem ersten Part her, sehr, sehr strong. So, es geht so auch wieder so. Nicht, ich will jetzt nicht Liebeskummer sagen, aber halt schon in so eine ähnliche Richtung auf jeden Fall. So, also so habe ich das hier zumindest aufgefangen, textlich. Video her sehr auf, ist sehr auf Club gehalten. Durch die ganzen Lichteffekte da. Oder was heißt Lichteffekte? Durch die ganzen Lichter. Es ist so ähnlich wie ein Club-Song gefühlt. Außer, dass es halt kein Club-Beat ist. Aber ja, trotzdem, schönes Lied auf jeden Fall. Ja, weiter geht's. Was laber ich eigentlich? Scheiße, einfach wirklich drauf, ne? Weiter. Oh, oh, mit dem Rücken an der Wand. Oh, oh. Ey, diese Stimmendopplung, also nicht Doppelung, sondern dass beide Stimmen gerade. Ja, schön. Ich kann nicht reden, ne? Ich hab Deutsch von der Sprache, ne? Bubble. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, das mit diesen doppelten Stimmen. Ey, das klingt so schön, ne? Vor allen Dingen mit den Stimmen, ne? Ich weiß ja nicht, wer welche Stimme ist. So, weil ich von beiden nie was gehört habe. Aber es klingt so unglaublich schön. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, wer von den beiden ist. Das würde mich so gerne gerade mal interessieren. Wow, yo. Baby, bitte lüg mich an. Los, lüg mich an, denn die Wahrheit, die wird ich nicht ertragen, bin zu berührt. Viel zu sensibel, um das zu ertragen. Das du und ich uns in Wahrheit nicht haben. Lieb dich seit Jahren, was soll ich denn machen? Muss das nicht sagen, ich weiß, dass ich schwach bin. Lebe an dir, ja, ich bin ein Magnet. Scheiß mal auf mich, weil ich nur für dich lebe. Ist mir ganz egal, wie es mir geht, mein Schatz, ohne dich fall ich in ein schwarzes Loch, das leider ohne Boden ist. Dass ich mit dir lachen konnte, ist eine ganze Zeit her. Ja, du bist der Traum, den ich lebe, ein Nightmare. Sehe, wie die Pfeile fliegen und ich springe vor dich, während du mit einer anderen gerade vom Bord bist. Ja, du bist der Kapitän von ihr und von ihr. Bitte lüg mich nochmal an, damit wir uns nicht verlieren. Schweig mich einfach an, verrag mir nicht, was du grad fühlst. Ich will die Wahrheit. Okay, zweiter Part auch sehr, sehr strong. Es gibt noch einen dritten Part. Wir sind nämlich erst bei 1 Minute 45. Und es gibt 3 Minuten 37. Und wir haben jetzt schon wieder die Hook. What the fuck, Digga? Was haben die da auf die Beine gestellt? Ey, aber geiles Lied. Geiler Song, geiler Text, geiles Musikvideo. Ey, die Stimmen sind einfach unglaublich. Ich sehe schon, das Video wird heißen: unglaublich schöne Stimmen. So wird das Video heißen. Ich sehe schon. Oh ja. Oh, okay, das kennt man ja auch eigentlich schon. So, das kennt man ja, das kennt man ja auch, dass so, dass man sich den Part dann so gesehen teilt. Das kennt man ja. Das kennt man ja auch von Sani und Kollega von Rotlichtmassaker. Da kennt man das ja auch schon, dass die sich dann am Ende den Part nochmal teilen. So, das gab's ja auch tatsächlich. Ja, sehr strong. Aber der Song ist immer noch nicht zu Ende tatsächlich. Es ist immer noch knapp eine Minute elf ist es noch. Oh, oh, Baby, bitte lüg mich an. Boah, diese Stimme, boah, junge Bruder, ey. Diese Stimme klingt so schön, ne? Ich weiß gar nicht, wer hat das gerade gemacht? Warte mal. Oh, oh.
Okay, ihre Stimme sehr, sehr, sehr schön. Wunderschön. Kann man sagen, was man will, ne? Diese Stimme kann man sich den ganzen Tag anhören. Bei ihr aber auch, beide Stimmen. Von den beiden, die Stimmen wunderschön, könnte man sich wirklich den ganzen Tag einfach anhören. Ey, bei den beiden würde mir das so am Arsch vorbeigehen, ob die mir eine 20-Stunden-Nachricht Sprachnachricht senden, ne? Ich würde mir das anhören. Ich würde mich 20 Stunden hier hinsetzen, ich würde mir das anhören, juckt mich nicht. Digga, juckt mich fett nicht, ne? Ey, aber ganz ehrlich, viele Leute haben tatsächlich schöne Stimmen, ne? Also jetzt von VDSES, ne? Wenn ich jetzt eine Liste machen müsste, dann auf jeden Fall die beiden, also Leni und Adriano, ja, kommt hin. Dann auf jeden Fall Melina, Melia, Maya, Arthur. Arthur hat eine sehr, sehr geile Stimme. Den Typen kann man sich auch ganz Tag anhören. Luca hat eine wunderschöne Stimme, Digga. Schwester, den würde ich so gerne mal abhängen, ne? Ich glaube, der ist so korrekt drauf. Mit dem einfach mal ein bisschen chillen irgendwo. Digga, das wäre auch chillig wahrscheinlich, Alter. Dann hast du auch, glaube ich, alles, glaube ich, im Leben erreicht, meiner Meinung nach. Hört sich zwar jetzt komisch an, dass ich sage, ich würde mit Luca abhängen, aber ey, Digga, der Typ ist so korrekt anscheinend. So wie der in den ganzen Videos rüberkommt, ey, ich würde den zu gerne mal kennenlernen, ne? Zu gerne würde ich den mal kennenlernen. Ferro würde ich auch sehr gerne mal kennenlernen. Ich würde eigentlich alle gerne mal kennenlernen. Was laber ich eigentlich, ne? Ich würde mit allen gerne mal so einen Tag verbringen. Aber wird nie passieren. Okay, ich weiß es doch. Scheiß drauf, was war das? Oh, oh, Baby, bitte lüg mich an. Schweig mich einfach an, verrat mir nicht, was du grad fühlst. Ich will die Wahrheit gar nicht kennen. Ich wünsche mir, dass du mich belügst. Oh, oh. Was sind das für was sind das für geisteskranke Atems im Hintergrund? Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber wenn ihr Musik hört, habt ihr dann auch manchmal den Drang mitzusingen oder mitzurappen? Ich fühle es gerade enorm. Sehr strong. Oh, wie viel kommt da noch? In der Endcard, bitte. Tschüss. Ja, jetzt haben sie schon Album, ne? Ich glaube aber nichts albummäßig, ne? Ne, fett nichts mit Album noch. Leute, was kann ich zu diesem Track sagen? Ich kann nicht wirklich viel sagen. Dieser Track ist einfach wunderschön, so wie er ist. So, ich glaube, das Beste oder das Highlight an diesem Song für mich waren die Stimmen von den beiden. Ja, ich glaube, mehr brauche ich nicht sagen, oder? Ich glaube, das reicht. Nee, aber die Stimmen waren echt schön. So, muss man einfach mal sagen. Ja. Ich glaube, Leni hat aber noch ein paar Tracks, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin der Meinung, sie hat auch noch mehr. Aber ich habe noch einen auf der Liste draufstehen. Von Adriano habe ich tatsächlich nichts gefunden. So, weil ich gucke ja immer, wenn irgendwelche Features drauf sind und so, dann gucke ich ja immer, ob es irgendwie Songs gibt, wo es sich noch lohnt reinzuhören oder wo man gerne mal reinhören würde. Aber von Adriano irgendwie nichts gefunden. So, wenn ihr da irgendwie Songs habt von ihr, die es online gibt auf YouTube oder bei Spotify, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dann höre ich mir die auch mal an mit einer Reaction. Ja. Würde ich sagen, war es das mit dieser Reaction? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Je nachdem, was ich mache, lasst ein Like und ein Abo da, schaut in die Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi.